Ja, dann würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen, Hildegard. Genau, ich hoffe, es geht dir gut. Danke für deine Bereitschaft, auf jeden Fall das Interview mit uns zu führen. Eine sehr, sehr gute Alternative auf jeden Fall. Und bevor wir näher auf die Stücke eingehen, würde ich dir vorab erstmal ein paar Fragen im Generellen und auf deine Person bezogen stellen. Und als erstes starten wir damit, wer dich überhaupt inspirierte, dass du diesen Weg gegangen bist, den du gegangen bist. Wovon warst du inspiriert? Was hat dich geleitet? Okay, erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein kann auf diese Weise mit Zoom. Ich glaube, das ist das zweite Mal, dass ein ganzer Abend meinen Kompositionen gewidmet ist in Deutschland. Und das erste Mal war in meiner Heimatstadt Osnabrück vor vielen Jahren. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass wir das hier zusammen machen. Vielen Dank. Gleichfalls. Ja. Was hat mich inspiriert? Also, da war ein ganz klarer Moment in meinem Leben, wo, was man hier drüben einen Aha-Moment nennt. Ich hörte eine Vorlesung von R. Murray Schafer, dem kanadischen Komponisten, an der Universität, University of British Columbia in Vancouver, als ich da Studentin war, 1972, glaube ich. Und diese Vorlesung war einfach inspirierend. Sie war im Format völlig ungewöhnlich für die Zeit. Und das alleine hat schon die Ohren geöffnet. Und er hatte mehrere Themen und wie heißt das denn, Notenständer, jeder Notenständer hatte ein Thema. Und er ging also hin und her auf der Bühne und es schien alles ein bisschen Zufall zu sein, war aber völlig durchkomponiert natürlich. Aber von meiner Sicht aus war das also ein waghalsiges Unternehmen, was er da machte. Und meine späteren Kollegen, was ich damals noch nicht wusste, standen plötzlich mitten in der Vorlesung auf und sagten Dinge wie: Wie viele Flugzeuge hast du heute gehört? Was war der erste Klang heute Morgen, den du gehört hast? Wie viele Vögel hast du gehört? Und so weiter. Und das war also eine Unterbrechung, aber das war natürlich auch alles durchkomponiert damals. Die Themen waren über Lärm, über moderne Musik, über Persien, wo er hingereist war, über die Stille und was immer noch, ich weiß nicht, da waren vier verschiedene Notenstände. Und ich kam aus dieser Vorlesung heraus und meine Ohren waren für immer geöffnet. Für immer. Und das war dermaßen inspirierend, dass ich das überhaupt nicht vergessen konnte. Und ich habe dann mit meinem Studium aufgehört oder beziehungsweise habe es beendet und habe dann in der Schule unterrichtet und da fiel mir das alles wieder ein und dann habe ich einige seiner Bücher bestellt und habe diese Dinge unterrichtet über Soundscape. Ja, was ich sagen sollte, ist, dass Murray Schafer und das Hauptthema in seiner Arbeit und in dieser Vorlesung das Zuhören war. Und zwar nicht nur das Zuhören zur Musik, sondern zur Umwelt. Und ich war damals in einem Music Department an der Uni und für mich war das eine Riesenbefreiung, dass meine Ohren auch sich ganz auf die Umwelt richten konnten und nicht nur so ganz stark auf die Musik. Ich war nicht die beste Musikstudentin. Ich war eigentlich da, Musik anzuhören, nicht so sehr aufzuhören. Und das war also wie eine Riesenbefreiung. Und ich hörte dann ein paar Jahre später, dass er Gelder bekommen hatte. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ich möchte mit ihm arbeiten. Wir haben eine lange Unterhaltung gehabt. Und 3 Wochen später habe ich mit ihm gearbeitet. Und das war also das World Soundscape Project. Ich hatte noch, wir waren fünf in einer Gruppe, war die einzige Frau
Und wir machten damals das sogenannte Vancouver Soundscape Project, wo wir Aufnahmen gemacht haben in Vancouver und die Stadt klanglich studiert haben. Das war damals noch sehr ungewöhnlich und ganz neu. Wir haben so unsere eigenen Methoden entwickelt und immer, immer zugehört. Und ich war also unter Kollegen, die genauso wie ich immer die Ohren gespitzt hatten. Und ja, das war der Anfang. Sehr schön. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte keine Ahnung, wohin das führen würde. Und ja, das ist sowas. Ich bewundere deinen Redefluss. Danke dir auf jeden Fall. Ich finde das ganz spitze. Tatsächlich kommen wir da nämlich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, was sind die wichtigsten Erkenntnisse und Botschaften, die du aus dem World Soundscape Project gewonnen hast? Wie wichtig das Zuhören ist und wie anders es ist, wenn man sich auf das Zuhören konzentriert und die Welt von der Perspektive aufnimmt. Man ist dann in Verbindung mit Zeitablauf und man ist in Verbindung mit Raum. Und man kann dann nicht hetzen. Wenn man in Verbindung mit dem Zeitabraum ist, dann ist man in Verbindung mit der Art, wie die Zeit vergeht. Und man hört das. Die Klänge geben uns die Nachricht, was in der Welt los ist. Genauso wie Worte das tun. Ich sehe immer Klänge sehr viel wie eine Sprache, die uns etwas erzählt. Also ist nichts in der Welt ist abstrakt, was wir hören. Es ist nicht so wie abstrakte moderne Musik, sondern wenn man mit diesen Klängen arbeitet, dann erzählt man was. Man spricht mit den Klängen. So habe ich das gemacht. Und so mache ich es immer noch. Denn wenn wir in Verbindung mit der Welt stehen wollen, dann müssen wir auch zuhören. Und diese Art von Zuhören heißt dann, dass wir unsere Aktionen alle hören. Das ist manchmal sehr unangenehm. Und das ist auch in der heutigen Welt sehr unangenehm. Denn wir hören sehr viele Dinge, die schwierig sind und die auch eigentlich die wir eigentlich nicht hören sollen müssten. Im Moment besonders schlimm. Kriege, Klima, Krisenklänge, das Wetter. All diese Dinge sind Nachrichten. Und das sind oft, die Klänge selber sind oft bessere Nachrichten als die wir auf den Medien hören. Da ist eine Art Wahrheit in diesen Klängen. Und das ist das genau das, was mich so daran interessiert, mit diesen Klängen zu arbeiten, gleich von Anfang an. Aber ich hatte natürlich damals keine Ahnung, wie weitgreifend das ist. Nicht nur nach außen in die Welt, aber auch nach innen. Je mehr man zuhört, desto mehr muss man mit diesen Wahrheiten fertig werden. Und man steht vor ihnen und man muss dann vielleicht auch seine Aktionen ändern im Leben. Und das ist genau das, was mich interessiert hat. Es ist, also ich habe nie geglaubt, dass ich Komponistin werden würde. Ich habe nie geglaubt, dass ich Musikerin bin. Ich habe nie geglaubt, dass ich kulturell arbeiten würde. Aber diese Art von Nachricht, die wir mit der Arbeit von Klängen weitergeben können, ist eine Passion, die sich bei mir entwickelt hat. Und so war das auch ganz am Anfang. Soundscape Composition, wie das jetzt genannt wird, gab es damals noch nicht. Und in meiner Arbeit mit dem World Soundscape Project habe ich
meine Kollegen im Studio gesehen. Ich war dabei, ich war eine Art Zeuge, habe aber selber damals noch nicht gearbeitet und auch noch keine Aufnahmen gemacht. Und war völlig fasziniert, nicht nur vom direkt Zuhören zur Umwelt, sondern auch vom die Aufnahmen auf die Aufnahmen den Aufnahmen zuhören zu können, was ja auch noch was ganz anderes ist, viele, wenn man Aufnahmen anhört, als wenn man die Welt direkt anhört. Dann lernt man sehr viel in dem Vergleich zwischen den Klängen, die einen umgeben, und den Klängen, die man aufgenommen hat. Das ist eine Wiederholung und man kann dann ein bisschen detaillierter zuhören und das analysieren und darüber nachdenken. Und dann kann man diese Klänge, die man nun aufgenommen hat, als eine Art Sprache, Material gebrauchen. Und Material nicht so sehr im Sinne von Musik konkret, obwohl das auch ein bisschen als Klangobjekt, als ein Klang, der verändert worden ist und abstrahiert worden ist. Aber hauptsächlich die Klänge so, wie sie sind. Und meine Arbeit hat sich so entwickelt, als ich dann nun durch meine Kollegen auch im Studio gelernt habe, zu arbeiten und Aufnahmen zu machen. Das, was mich am meisten interessiert hat daran, war auf dieser Kante zwischen den realen Klängen, die ich aufgenommen habe, und den veränderten Klängen, die Processing nennt man das auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, die man verändert im Studio. Also ein bisschen abstrahiert, wo man den ursprünglichen Klang vielleicht gar nicht mehr erkennt. Was mir sehr wichtig war, wenn ich dann einige Klänge sehr unkenntlich gemacht habe, aber die sehr schön waren, dass ich sie immer mit dem Originalklang in der Komposition zusammenbringe. Das war mein eigenes Interesse. Das Publikum kann das gar nicht wissen oft. Es ist auch egal, aber da ist eine Verbindung zwischen den Originalklängen und so, wie sie verändert worden sind. Denn der Originalklang ist wie eine Art Geschenk. Der gibt einem Rhythmus, der gibt einem Frequenzen, der gibt einem Spektrum, wie immer das alles auf Deutsch heißt. Und diese Art von Qualität, jeder Klang hat eine sehr eigene Qualität. Und wenn man dann damit im Studio herumspielt und das verändert, werden diese oft hervorgehoben. Und was mich daran interessiert, ist, dass ich einen Klang eigentlich eine Art, den Klang ehren, indem man die Musikalität oder die Schönheit des Klanges oder die Fülle des Klanges noch ein bisschen mehr hervorhebt. Denn wie nennt man das? We have a habit. Wie heißt das? Ein Wie? angewohntes Verhalten. Aber wir haben eine Art Verhalten, genau. Wir haben eine Art Verhalten im Zuhören, wo wir auch Klänge einfach nicht hören. Wir schalten sie ab. Und da hört man dann oft gar nicht so genau, was einem alles so zugespielt wird in der Welt. Und wenn man im Studio sich so intensiv mit Klängen beschäftigt, dann lernt man die Details kennen und man wird sich bewusster, wie wunderbar manche Klänge sind, vor allen Dingen in der Natur. In einem meiner Stücke, was heute Abend nicht gespielt wird, Cricket Voice, da habe ich also eine Grille, ist es? Ja, da habe ich eine Grille ein bisschen verändert, verlangsamt. Und das Verlangsamen brachte eine Art Herzschlag aus diesem Grillenklang. Und das war in der mexikanischen Wüste und das war da sehr still. Und diese
eine Grille, die man sagt ja nicht singen, es heißt Cricket Voice, es ist ja keine Stimme, es ist ja eine mechanische Geste des Tieres. Als ich diesen verlangsamten Klang hörte, hörte ich den Originalklang völlig anders. Die Komplexität von der Geste dieses Tieres kommt heraus in diesem Verlangsamen, wird hervorgehoben. Und wenn man dann den Originalton hört, dann hört man das alles sehr viel besser. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich gerne Klänge verändere, weil sie einem ermöglichen, das Zuhören zu vertiefen. Und das hilft einem natürlich in der Komposition. Denn ich frage mich ja immer, was möchte ich mit diesen Kompositionen überhaupt sagen? Was ist die Message? Was soll das alles? Das ist mir wichtig. In der Beziehung bin ich vielleicht ein bisschen mehr wie ein Poet, dass ich was ausdrücken möchte über die Welt. Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, aber so ist es. Es wird viel Editing nötig sein. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich finde das ganz, ganz spitze, weil du nimmst mir so viele Fragen vorweg. Das ist ganz einzigartig. Das ist sehr gut. Genau. Du bist ja auch, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber du bist ja auch als Mentorin für Nachwuchs zuständig. Ja. Natürlich bewegen wir uns heute ja in einer ganz anderen technischen Dimension als vor 40, 50 Jahren noch. Technisch, ja. Was hat sich deiner Meinung nach verändert? Was macht es vielleicht schwieriger? Was macht es leichter? Ja. Also technisch hat sich ja wahnsinnig viel geändert, von analog zu digital. Als wir alle Aufnahmen machten in 70er Jahren, schleppten wir alle sehr schwere Geräte mit uns. Und das waren Reel to Reel, wie heißt das? Keine Ahnung. Eine Tape-Maschine, also eine Tonbandmaschine. Also erstmal haben wir sehr viel rumgeschleppt. Man konnte, weil die Tonbänder selber zeitlich begrenzt waren, konnte man, wenn man gute Aufnahmen machen wollte, höchstens 15 Minuten aufnehmen. Das hieß also, dass man ganz andere Entscheidungen machte beim Aufnehmen. Heutzutage kann man alles aufnehmen und wir haben immer noch Batterie. Man kann einfach den Apparat anstellen und alles aufnehmen. Und deswegen haben wir jetzt solche Sachen wie Data Collection, also Tonbandgeräte oder Hard Disk Recorders in der Wildnis, die 24 Stunden lang aufnehmen können. Also das ist der Riesenunterschied. Das ist also ein Unterschied. Und dann im Studio analog, der wichtigste Unterschied ist, dass man in einem analogen Studio eigentlich immer nur mit den Ohren arbeitete und das Einzige, was das Auge machte, war beim Schneiden und die Maschinen mit den Maschinen zu arbeiten. Heutzutage sitzen wir alle vor einem Bildschirm und wir sehen die Klangwellen vor uns. Wenn wir zum Beispiel was schneiden wollen oder verändern wollen, sehen wir ein Bild. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, dass die Ohren manchmal nicht so aktiv dabei sind. Die Illusion, wenn man vor so einem Bildschirm arbeitet und an einer Komposition arbeitet und sehr beschäftigt ist mit Lautstärke verändern, mit Processing, mit all diesen Dingen, dann denkt man hat viel getan. Wenn man aber dann
diese Komposition aus diesem Bildschirm rausnimmt und nur zuhört, dann merkt man, oh, da kann noch viel mehr passieren. Rein vom Gehör kann da noch viel mehr passieren. Und das ist oft die große Lücke, dass junge Studenten und Komponisten oft dieses Gefühl haben, dass sie sehr viel gemacht haben, aber doch nicht ganz in Verbindung sind mit ihrem Gehör in dem Sinne, wie wir damals das im analogen Studio gelernt haben. Das produziert andere Dinge. Es ist auch nicht unbedingt negativ, aber es ist anders. Und wir sind jetzt heutzutage sehr daran gewöhnt, Klang und Bild zusammenzuhören im Kino, hier jetzt bei die eben jetzt hier, wo ich spreche, in der Konzerthalle und so weiter. Und das verändert das Verhältnis zwischen uns und den Klängen. Wir haben über die Jahre hier in Vancouver regelmäßig, was wir Soundwalks nennen, Klangspaziergänge gemacht. Und da kommen, was ich am Anfang sehr erstaunlich fand, hauptsächlich junge Menschen zu diesen Klangspaziergängen. Und über die Jahre hat sich eine Gruppe hier entwickelt, die Vancouver Soundwalk Collective, und ich selber habe selten Klänge geführt, das waren immer die Jüngeren. Und ich habe hauptsächlich da mehr so mitgeholfen und unterstützt. Das Interessante bei Klangspaziergängen ist, dass sie näher am Leben stehen. Wir gehen durch die Gegenden, die wir kennen, in einer Stadt oder in einer Landschaft. Und wir konzentrieren uns aufs Zuhören. Wir haben meistens unsere Augen offen dabei. Manchmal machen wir es auch mit Blindfold. Wie heißt das denn, wenn man Augenbinden. mit Augenbinden. Augenbinden? Wir machen das manchmal auch mit Augenbinden. Aber was ich interessant finde, das ganz normal zu machen, ohne irgendwelches anderes, einfach zu gehen und zuzuhören, ist, man lernt sich auf das Zuhören zu konzentrieren und die Augen dabei zu haben, aber nicht die Augen dominieren lassen. Das ist schwierig, aber es ist eine gute Übung. Denn das Zuhören ist vernachlässigt worden, und die große Veränderung zwischen den 70er Jahren und heute ist, dass es sehr viel Interesse am Zuhören ist jetzt. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir es brauchen. Dass wir diese Verbindung zum Zeitablauf verstehen wollen. Dass wir verstehen wollen, warum wir so hektisch geworden sind. Warum wir nicht zuhören. Warum wir der Natur nicht zuhören. Warum wir den indigenen Völkern nicht zuhören. Warum wir bestimmte Art von Wissen nicht wissen wollen. Und Klangspaziergänge sind eine wunderbare Übung, sich auf sein eigenes Zuhören zu konzentrieren und zu verstehen, was für ein Zuhörer wir sind in dieser Welt. Wie höre ich als Einzelperson der Welt zu, und wie schalte ich ab? Warum schalte ich ab? Und all diese Fragen werden oft nach so einem Klangspaziergang diskutiert. Und erstaunlicherweise, in den letzten 10, 15 Jahren werden überall Klangspaziergänge gemacht. Und ich finde das fantastisch. Wir haben also in den 90er Jahren, selbst noch in den 90er Jahren, haben wir es nur geschafft, die größere Gruppen in Konferenzen zusammenzubringen, um Klangspaziergänge zu machen. Aber wenn man das so als eine Art Event in der Stadt machen wollte, in Vancouver, selbst mit Plakaten und Sachen, haben wir oft nur ein oder zwei Personen bekommen, weil keiner eine Ahnung hatte, was ein Klangspaziergang war. Und jetzt wissen Leute, was ein Soundwalk ist.
oder weniger, oder sie wissen es eigentlich erst, wenn sie es gemacht haben, aber man hat eine Ahnung, dass da vielleicht was Interessantes passieren kann. Und das, diese Verbindung zwischen Klangspaziergängen, mit Umweltklängen arbeiten im Studio, zuhören, Komposition, all diese Dinge haben sich für mich immer, die waren immer ein und dasselbe. Ob ich nun mit jungen Leuten lerne das oder jungen Leuten dabei helfe, wie man Aufnahmen macht oder wie man einfach zuhört, wie man mit den Aufnahmen im Studio arbeitet, das ist nicht separat. Das gehört alles zusammen. Denn wenn man diese Klänge ins Studio bringt, die man aufgenommen hat, dann muss man darüber nachdenken, was sie überhaupt bedeuten. Sind sie wichtig? Sind sie nicht wichtig? Helfen sie einem, das zu sagen, was man möchte? Manchmal helfen sie überhaupt nicht. Und dann muss man seine Richtung in der Komposition ändern. Ich habe immer dieses Komponieren mit Umweltklängen als eine Art Zusammenarbeit gesehen, eine Zusammenarbeit zwischen mir als Komponistin und den Umweltklängen selber, der Umwelt und mir zusammen. Wir arbeiten zusammen daran. Denn ich kann das nicht kontrollieren. Ich kann das nur zum bestimmten Grade kontrollieren, wie ich mit dieser Sprache sprechen möchte. Manchmal sind die Aufnahmen so, dass sie mir nicht erlauben, so zu arbeiten, wie ich das gerne möchte. Die tun es einfach nicht. Die Aufnahme ist nicht gut genug oder plötzlich, da ist eine Aufnahme, da kann ich Dinge mitmachen, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Also muss man flexibel bleiben und man muss immer weiter zuhören. Ganz egal, ob man ein Mikrofon hat oder ob man im Studio ist und arbeitet. Das hört einfach nicht auf. Und Genau, wir haben ja eben schon mal über Klänge gesprochen. Und es gibt einen Klang, der sehr, sehr viele Diskussionen mit sich bringt. Und zwar der Klang der Stille. der was? Der Klang der Stille. Der Klang der Stille. Ah ja. Wie würdest du den beschreiben? Ja, die Stille ist natürlich nie ohne Klang und kann daher sehr, sehr interessant sein, weil man in der Stille sein Ohr strecken muss oder man es eigentlich natürlicherweise tut. Wenn man in einer sehr stillen Umgebung ist, dann möchte das Ohr Klänge hören. Da ist eine Art Wunsch dabei, dass man sich orientiert. Totenstille ist beängstigend und kann sehr negativ empfunden werden, gerade weil diese Orientierung, die wir brauchen als Menschen, Orientierung, dass das Leben noch da ist. Wenn man davon nichts hört, wird man vor seine eigenen Ängste gestellt. Also zum Beispiel, wenn man in ein sogenanntes anechoic chamber, nennt man das hier, also ein Raum ohne Echo, wenn man da, was von Ingenieuren gebraucht wird, um Teste zu machen, wenn man in so einen Raum geht, dann hört man eine Stille, die ohne Resonanz ist. Also wenn man da spricht in dieser Umgebung, dann hört man kein Echo, keine Resonanz, nichts. Und wenn man dann still, was wir als Gruppe World Soundscape Project haben wir das natürlich gemacht, wir sind da reingegangen und haben dafür eine Stunde drin gesessen, ohne zu sprechen oder ohne irgendwas zu machen. Einige davon von der Gruppe konnten es nicht aushalten. Andere haben es genossen, wie ich, dass man mal in einem Raum ist, wo man nichts hört. Es sei denn, man macht selber Klänge. Wir hatten eine kleine Glocke mitgebracht und der Klang der Glocke, der stand da so wie ein ganz reiner Klang in diesem Raum und es war, als wenn man diesen sehen könnte.
Stille ist oft beängstigend für Menschen, weil es geht da auch wieder um Wahrheit. Stille bringt Dinge hervor, die unerwartet sein können, mit denen man fertig werden muss. Und ich glaube, diese Art von Angst der Stille ist leider sehr weit verbreitet. Und für mich ist eine Verbindung zwischen Lärm und dieser Art von Stille. Wenn wir einen ganzen Tag immer viel Klänge um uns haben und immer Medien hören und immer Musik hören und immer Verkehr hören und immer angesprochen werden, wenn man dann plötzlich in einen stillen Raum kommt, dann ist das ein Vakuum, wie ein Vakuum. Das ist zu plötzlich, das ist beängstigend. Die Ohren müssen sich anpassen, physikalisch anpassen an die Stille, und das dauert. Wenn man also wirklich von einem sehr beschäftigten Tag alleine in eine kleine Wohnung kommt, wo Stille ist, dann braucht es doch, ja, wenn man nicht sofort das Radio anstellt, dann braucht es doch viele Minuten, ich würde sagen eine halbe Stunde, Stunde, bis sich das ganze physikalische System angepasst hat, und dann fängt man wieder an, Klänge zu hören. Die Taubheit ist dann weg, die Schwerhörigkeit, die man kurz erlebt hat von diesem Lärm während des Tages, ist dann wieder weg, und dann hört man wieder. Und dann kann man wieder eine Beziehung zur Umwelt kriegen. Diese Art Kontrast zwischen Lärm und Stille kann negativ sein und wird oft sehr negativ angesehen. Ganz ähnlich, wenn man hier in Kanada zum Beispiel, ist interessant, wenn man aus der Stadt fährt und man st ist stundenlang im Auto, kommt in die Wildnis, man kommt aus dem Auto raus und es ist völlig still. Viele Menschen fangen dann an zu schreien und Krach zu machen und so, weil es so schön ist und so weiter. Und dann, wenn man sich so allmählich beruhigt und das Nervensystem sich beruhigt und die Ohren sich wieder anpassen, dann fängt man allmählich an, die Klänge der Wildnis zu hören. Aber es dauert. Und dieser Übergang ist heikel. Und wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, dann ist das beängstigend. Sobald man sich beruhigt hat und da länger in dieser Umgebung ist, dann findet man eine Beziehung zu der Stille. Man fängt an, diese Klänge zu verstehen. Und die Ohren haben wieder eine. Oh, meine Güte, mein Deutsch. Have an opportunity. Eine Eine Möglichkeit, Möglichkeit. ja. Ja. Die Ohren haben dann eine Möglichkeit, weit zu hören, in die Ferne zu hören. Und das kann wunderbar sein, wenn man plötzlich Ferne hört. Denn in der Stadt hört man keine Ferne. Und die Ohren sind das nicht ge gewöhnt. Man muss sich daran gewöhnen. Und wenn man diese Dinge nicht weiß oder sich deren nicht bewusst ist, dann ist da Angst dazwischen. Das kann man auch kulturell, kann man darüber sprechen. Wenn man hier als Einwanderin, ich bin hier jetzt schon lange, seit 1968, aber ich bin immer noch Einwanderin, die indigene Kultur scheint eine sehr stille Kultur zu sein. Man muss warten, und man muss das Zuhören lernen. Diese Stille ist nicht unbedingt positiv, weil da Jahrhunderte von Oppression.
Ein bisschen Okay. gerade so politischer Erdruck. Ja, ein bisschen. Ich guck mal kurz nach einem Moment. Ey. Ich Oppression. Unterdrückung, Unterdrückung. genau. Ja, nicht Ja, Druck, sondern ja, okay. ist Wie es. bitte? Unterdrückung ist es. Unterdrückung. Genau. Also Jahrhunderte von Unterdrückung haben eine Stille produziert, die Einwanderer nicht verstehen und nicht verstehen können. Und es ist sehr beängstigend, sich darauf zu konzentrieren und da richtig zuzuhören, denn man hört dann wirklich die Unterdrückung und das Leiden dieser Kultur. Und heutzutage hat die Welt etwas mehr Mut, die kanadische Welt auf jeden Fall, etwas mehr Mut, dazuzuhören. Und die indigenen Völker haben mehr Mut zu sprechen. Und insofern ist der Versuch, da jetzt Verständnis zu finden, dieser Stille zuzuhören und auch dem Leiden zuzuhören. Da ist jetzt ein Wille da, dem wirklich zuzuhören und Veränderungen zu machen. Aber das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Und aber wenn man wirklich sich dieser Stille zuwendet, dann lernt man auch über sich selber. Man lernt was kennen über sich selber, woher man kommt, was der europäische Hintergrund einem mitgegeben hat, als Siedler, wie wir hier genannt werden jetzt, und wie wir damit umgehen. Und insofern geht das Zuhören, und das ist auch der Riesenunterschied zwischen den 70er Jahren und jetzt, diese Art von Zuhören ist jetzt tatsächlich mehr im Vordergrund in dieser Gesellschaft. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich lerne sehr viel mehr. Ich dachte, ich wusste das alles, aber eigentlich nicht. Und wir lernen immer mehr und immer mehr. Und in dieser Zeit der Klimakrise ist es offensichtlich, dass wir der Kenntnis, die indigenen Völker immer noch in sich tragen, zuhören müssen. Wie geht man mit der Natur um? Wie geht man mit der Umwelt um? Und das muss ein Gespräch werden zwischen allen Menschen. Und wie gehen wir mit dieser ganzen Situation heutzutage um? Und Krieg ist natürlich nicht die Antwort. Vielen Dank auf jeden Fall. Genau, ansonsten, wenn vielleicht mal eine ganz einfache Frage, vor allem, wo du jetzt auch von dem ganzen Leid und so weiter gesprochen hast. Wenn unsere Umwelt ein Gemälde wäre und du den Pinsel in der Hand hättest, wie würdest du deine akustische Traumwelt zu Papier bringen? Oder beziehungsweise wie sähe die aus? Wie würde ich mein akustisches Traumwelt. Traumwelt? Okay. Oh, Junge. Meine Tochter ist Malerin, nicht ich. Sie hat gerade eine Ausstellung gehabt und hat, ja, interessant. Sie hat Bilder gemalt mit Tieren, die opposite sind, also Tiere, die ganz anders sind. Und jedes Bild hat ein Opposite. Der Wal und die Biene, der Bär und der Schmetterling, die Giraffe und die Spinne. Und in diesem Prozess, wo sie spielerisch damit gearbeitet hat. Also das war so ein bisschen Spiel und hat ihr Spaß gemacht. Kamen plötzlich Gedanken über
was es heißt, gegensätzlich zu sein. Und was haben diese gegensätzlichen Tiere gemeinsam? Und dieses ganze Konzept von Opposites wurde plötzlich ein viel größeres Thema. Und im letzten Endes ist es darüber, wie sprechen wir miteinander, wenn wir Feinde sind, oder wenn wir gegensätzlich sind. Wo können wir zusammenkommen? Das war so am Ende das Thema dieser Ausstellung. Und ich muss sagen, da war ich wirklich überrascht, wie dieses spielerische Denken plötzlich in die Gegenwart kam, über wie kommen wir in dieser Welt zurecht. Das ist meine Tochter. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde. Ehrlich, kann ich nicht antworten. Genau, dann eine letzte Frage und dann kommen wir auch versprochen, hoffentlich, doch, dann kommen wir zu den Stücken. Okay. Genau, und zwar ist es ja so, du bist ja nicht nur Künstlerin, du bist ja auch Forscherin. So, zeitgleich. Und du arbeitest ja in dem Sinne auch auf einer, auch teilweise in deinen Kompositionen, aber auch immer auf so einer schmalen Grenze zwischen dann doch wieder irgendwie, aber auch ein bisschen Wissenschaft und Künstler sein selber. Wie würdest du die beiden Bereiche beschreiben, beziehungsweise inwiefern kann man die überhaupt trennen voneinander? Oder inwiefern ergänzen die beiden sich vielleicht auch sehr gut? Also ich habe sie nie trennen können, und es ist schwierig. Ich habe, als ich mit dem World Soundscape Project arbeitete, da wusste ich gar nicht, dass ich Komponistin werden würde. Und da war ich hauptsächlich Forscherin für Murrays Buch The Tuning of the World, oder Soundscapes The Tuning of the World, das übrigens auf Deutsch übersetzt worden ist von meiner Kollegin Sabine Breitsam-Meter, und das ist eine neue Auflage, sagt man das? Eine neue Auflage ist gerade herausgekommen durch ZKM. Da war eine Veranstaltung vor ein paar Wochen. Die Ordnung der Klänge heißt das Buch. Als ich also mit Murray Schäfer und dem World Soundscape Project arbeitete, war ich hauptsächlich Forscherin. Und habe dermaßen viel gelernt über Klänge, über Akustik, über Zuhören, über die Physiologie der Ohren, über die Natur der Klänge etc. Und natürlich auch musikalische Klänge und so weiter. Habe auch darüber gelernt, davon gelernt, wie wir zuhören, was Klänge bedeuten und so weiter, also rein sozial, kulturell, politisch. Man forscht da, wenn man Klänge erforscht, dann erforscht man eigentlich das ganze Leben. Und das große Problem, was ich immer gehabt habe in meiner Karriere und auch meine Kollegen in der akustischen Ökologie, ist Fokus zu finden. Fokus. Was ist Fokus? Fokus. Oh, also. Fokus? Okay. Fokus zu finden. Also wenn wir eine Konferenz geplant haben, das war immer ein Riesenthema. Wo ist der Fokus? Denn ja, von allem, was ich gesagt habe, ist es ganz klar, wieso das so ist. Ich muss sagen, dass ich mein kompositorisches Leben eigentlich immer so irgendwo reingezwungen habe in die Zeit, die ich noch hatte. Ich war sehr daran interessiert, dieses Wissen weiterzugeben. Und die Unterhaltung über dieses Wissen und über das Zuhören und das Lernen mit vielen Menschen zu teilen. Und so haben wir also jahrelang
irgendwie darum gekämpft, Konferenzen zu haben. Ich habe ein Journal ausgegeben, das Soundscape Journal, einfach um dieses Wissen weiterzugeben, weil wir das so wichtig fanden. Und das war immer auf der ökologischen Ebene von meiner Sicht. Das war für mich immer das Riesenthema in meinem Leben. Wie können wir diese Welt besser machen? Klanglich besser machen, heutzutage auf jeder Ebene besser machen. Das war das für mich das Hauptthema. Und meine Aktionen wurden davon geleitet. Ob ich nun ein Journal herausgegeben habe oder bei einer Konferenz gesprochen habe oder eine Komposition gemacht habe oder einen Workshop gegeben habe, es war immer über Zuhören und akustische Ökologie. Das war das Thema. Das war das Einzige. Das Zuhören war das Thema, was mich davor hütete, alles, wie sagt man das? Das Zuhören war das Thema, das mich davor hütete, verzettelt zu werden in meinem Leben. Genau, und zwar die ganzen Werke, die wir im Konzert selber aufgenommen haben, können ja in einer gewissen Weise, Art und Weise unter dem groß gefassten Thema Kommunikation und Interaktion mit der Umwelt auf verschiedensten Ebenen gefasst werden. Möchtest du vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, mit einem Gesamtüberblick auf die Werke? Ja, Soundscape Composition ist genau das. Es ist über die Umwelt, es ist über die Klangwelt, es kann über soziale Situationen sein, es kann sich um politische Dinge handeln, es kann ästhetisch sein. Es ist eine Unterhaltung mit der Umwelt und wie ich als Komponistin zuhöre und damit umgehe und wie ich das an die Welt weitergeben möchte. Es ist nie abstrakt, es ist immer eine Erzählung. Genau, begonnen mit His Master's Voice. Ja. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber so wie ich das Stück auch verstanden habe, ist es natürlich ein Protest gegen vor allem den du halt in den 80er Jahren oder 70er Jahren. Ja, das ist ein altes Genau. Stück, ja. Und zwar gegen die männliche Macho-Stimme in den Medien. Vielleicht möchtest du da auch noch mal ein paar Takte zu sagen, und zwar, wie sich dieser Gedanke für dieses Stück, weil es ist ja auch ein sehr interessanter Gedanke und auch kein abwegiger Gedanke, wie sich dieser Gedanke überhaupt entwickelt hat und wie dein 23-jähriges Ich damals, 23, wie bitte? weißt du noch, wie alt du ungefähr da warst? Nein, das war also in den 80er Jahren war ich fast 40. Okay, Entschuldigung, so Ja, ein 40-jähriges ja. Ich, dann habe ich mir das falsch aufgeschrieben, Entschuldigung, wie dein 40-jähriges Ich auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Naja, das war die Zeit des Feminismus und ich war in einer sehr in einem sehr energischen Stadium meines Lebens und ich hatte eine große Wut auf Männer manchmal. Ich war verheiratet, ich hatte ein Kind, das war alles okay und ich habe immer mit Männern gearbeitet, aber da war also eine Wut da, mit der ich irgendwie fertig werden musste. Zum Teil hat das auch mit Nordamerika zu tun. Ich hasse das kommerzielle Radio. Es ist also wirklich ja. Das ist genug. Und das fing mit dem Radio an. Und ich arbeitete damals bei Vancouver Cooperative Radio. Das war ein Alternativradio, ein Community Radio. Und wir wollten ganz andere Dinge senden als das kommerzielle Radio und auch anders als das CBC. Wir wollten die Stimmen in der Welt übers Radio hören, die für uns wichtiger waren.
Das hieß natürlich auch Frauenstimmen, aber das hieß auch alle möglichen Dinge. Und diese Arbeit an der Radiostation hat mich, und ich habe auch damals meinen Master in Kommunikation gemacht, und da war ich also in der Forschung da drin und war also sehr beschäftigt mit diesen Fragen. Und was senden die Medien in unsere Ohren herein? Und ich habe dann so ein paar Aufnahmen gemacht, einfach vom Radio, kommerziellen Radio und auch CBC-Aufnahmen gemacht, und fand besonders damals gab es sehr wenig Frauenstimmen auf dem Radio. Das ist also auch eine Riesenveränderung. Und habe dann also Männerstimmen aufgenommen. Und wie man in dem Stück hören kann, das ist nicht nur die Stimmen selber, sondern was sie sagen, wie sie über die Musik sprechen, die Masters of Music, die dann über andere Männer sprechen, die komponiert haben. Und mir fiel das also alles auf, und dann das Schreien der Männer, die betrunken waren auf den Straßen, und überall diese Männerstimmen. Und dann habe ich also ein bisschen aus Spaß habe ich angefangen, so eine Collage zu machen. Und während ich diese Collage machte, wurde es ernster und ernster und ernster, und dann kommt natürlich Hitler da rein und so weiter. dann wird es gefährlich in dem Stück. Das merkt man am Ende. Das war eine Überraschung, die ich nicht erwartet hatte, dass diese Beschäftigung mit der Männerstimme in unserer Gesellschaft dahin führen würde. Und dann musste ich in die Bücherei und Hitlers Stimme finden und Goebbels Stimme finden. Und als ich das machte, dann änderte sich das Stück auch so ein bisschen. Dann wurde der Fokus war dann ein bisschen anders von Anfang an. Ja, es ist ein feministisches Stück, es ist ein verärgertes Stück über die Rolle der Männer in der Welt. Und ich glaube es immer noch. Heutzutage ist es komplizierter, weil wir jetzt mit Gender Issues umgehen müssen, und Feminismus ist zwar noch nicht beendet, aber wir müssen jetzt auch mit anderen Gender-Fragen umgehen können. Und ich weiß nicht, was man jetzt, wie man das jetzt machen würde, so ein Stück. Ja, danke dir auf jeden Fall. Dann würde ich auch einfach direkt schon zum nächsten Stück kommen, weil du mir so viele gute Sachen gesagt hast. Und zwar Beneath the Forest. Vielleicht kannst du auch da uns einmal mehr über die Inspiration erzählen und was dich bewogen hat, überhaupt diese Klänge zu erforschen in der Hinsicht. Okay. Also da war eine ganz einfache Entscheidung, warum ich in diese Gegend von der Westküste, den Rainforest, den Regenwald, gegangen bin, um da Aufnahmen zu machen, hatte damit zu tun, dass das ein Auftrag von dem Canadian Broadcasting Corporation war. Und mir wurde gesagt, dass ich die Aufnahmen machen sollte und sie sofort nach Toronto in das neue digitale Studio bringen sollte. Und nichts zu Hause machen vorher. Das hieß, dass ich in einem Studio arbeiten würde, wo die Klänge digital bearbeitet werden. Das hieß, dass ich nicht die Schwierigkeiten des analogen Studios hatte, wo, wenn man eine Kopie macht von einem Klang, man ein zusätzliches Geräusch kriegt, den Hiss nennt man das hier. Das hieß also, ich war in einem sehr sauberen, klanglich sauberen, in einer sehr klanglich sauberen Umgebung. Das hat mich dazu bewogen, mir ein sehr gutes Mikrofon zu mieten und in die stillste Umgebung an der Westküste zu gehen, in die ich gehen konnte. Das hieß, wenn ich dann Kopien machte im Studio, dass diese Aufnahmen dann auch sauber blieben. Und das war für mich völlig neu und sehr, ja, habe ich mich darauf gefreut. Und
Dann habe ich mich also entschlossen, in eine Umgebung zu gehen, wo der Wald eine Kontroverse war. Das Caramana Valley war schon halb abgeholzt worden, und zwar radikal abgeholzt. Und mein Partner Peter damals und ich, wir sind dann dorthin gefahren. Das war ziemlich weit, sehr nah an der Küste auf Vancouver Island, und konnten dann nur in diesem Kahlschlag zelten und mussten dann, und dann gingen wir über eine Brücke, und dann waren wir im Urwald. Da war eine Brücke über den Caramana-Fluss. Auf einer Seite war Kahlschlag, auf der anderen Seite war noch Urwald. Und eine Umweltorganisation hatte eine Art Holzweg hineingebaut, sodass man da verhältnismäßig gut und leicht wandern konnte. Was wirklich eine sehr gute Entscheidung war, denn das heißt, dass die Stadtmenschen, die diese Wälder überhaupt nicht kennen, weil sie so weit weg sind, Zugang hatten. Und waren da also so 3 Tage, und ich habe da Aufnahmen gemacht. Und ja, ich hatte eigentlich so recht keine Ahnung, was ich nun damit machen würde. Das ist ja oft so, dass man diese Aufnahmen dann, man weiß nicht, was man in solchen Tagen überhaupt kriegt an Aufnahmen. Und habe ich das Glück, da Raben aufzunehmen? Habe ich das Glück, da andere Dinge zu hören, die ich übermorgen nicht hören würde? Und so weiter. Und so habe ich einfach Klänge gesammelt und habe auch ein bisschen darüber geschrieben, wie diese Erfahrung war in diesem Urwald. Das war auch eigentlich das erste Mal für mich, dass ich so mehrere Tage in so einer ganz, ganz stillen Umgebung war. Und da ist eine, das, die Atmosphäre ist sehr mächtig irgendwie. Die Bäume sind riesig. Die Umgebung ist voll Moos, ist still. Es ist nicht so wie die norddeutschen Wälder, mit denen ich aufwuchs. Also der Vogelgesang überall wunderbar, verhältnismäßig laut, lebendig. Nein, das ist ganz anders. Ja, und dann bin ich dann mit diesen Aufnahmen nach Toronto, und hatte noch nie mit einem Techniker gearbeitet in einem Studio. Das war mir völlig neu und fand ich ein bisschen beängstigend. Und ich musste dann auch tatsächlich das war eine Technikerin, netterweise, musste ich ihr doch erklären, warum ich so arbeitete, wie ich arbeitete. Das hieß, ich musste mich in diese Aufnahmen reinhören und entscheiden, auf welche von diesen Aufnahmen möchte ich mich mehr konzentrieren und warum. Und meistens suche ich die Aufnahmen für das Processing mehr aus, die nahe sind oder die besonders gut sind. Und so habe ich dann einiges, zum Beispiel der Rabenklang wurde ein Riesenthema in diesem Stück. Ich werde nicht verraten, was da passiert ist. Ich musste der Technikerin das erklären und auch ihr ein bisschen Geduld. Man braucht Geduld für sowas. Man kann nichts, man kann da nicht zu schnell arbeiten. Und das war interessant. Sie verstand dann so allmählich das und begann auch ein bisschen anders zuzuhören. Und ich habe dann immer gefragt, können wir dies versuchen, können wir das versuchen und so weiter. Und also ich habe mich da so vorsichtig reingetastet in das Stück. Und allmählich verstand ich, worum es sich hier handelte in dem Stück. Und der Titel Beneath the Forest Floor kam in diesem Prozess kam der heraus, so das Untergründige von Wald zu finden. Was bedeutet Wald in unserem Leben? Wie empfinden wir Wald? Und
offensichtlich ohne wirklich sehr viel zu wissen über die Untergründigkeit der Bäume und wie sie sich miteinander verbinden. Damals, das wusste ich alles noch nicht so genau, bin ich doch irgendwie in diese Unterwelt des Waldes hineingegangen mit diesen Klängen und habe auch so das Dunkle, das ein bisschen gefährliche oder das Beängstigende an Wäldern mitspielen lassen. Und ja, für mich war es kulturell. Der Rainforest-Urwald, obwohl ich schon öfter darin gegangen war und Hikes, Spaziergänge gemacht habe, war mir doch fremder als der deutsche Buchenwald. Und diese Stille war mir eigentlich ein bisschen unheimlich. Und in diesem Prozess, auch gerade durch den Klang des Rabens, wurde mir bewusst, dass ich in einer kulturellen anderen Gegend bin, dass ich in der Welt der indigenen Völker bin. Und das, was ich hier höre, die Kultur dieser Bevölkerung ist. Und dass der Rabe ein, oh, was ist denn ein Trickster auf Deutsch? Der Rabe ist ein sehr wichtiges, auf der Westküste hier ein sehr wichtiges Tier. Und er ist der Trickster. Was ist das denn auf Deutsch? Trickser? Ja, so, Sowas. ja, genau, es hat einen anderen Begriff auch noch. Es ist, Guck mal nach, guck mal. ja. Betrüger. Ist das richtig? Betrüger? Nee. Dann ist das eine. Nicht, das ist zu einseitig. Ja. Das hört sich zu negativ an. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ein Schlitzohr. Ja, das ist wieder negativ. Also ein Trickster ist eigentlich eine Gestalt, die einen aufweckt, die einen, na, wie sagt man das denn? Ja, so ein bisschen. Ich weiß auch, ich kann mich nicht in Ich Worte fassen. kenne auch den Begriff auch. Schlag mal was ganz kurz. Was meinst du den Vorschlag? Irgendwie beschreibt mal, ich finde das Wort macht das nicht. Auf Englisch? Also dass das so ein bisschen einem so hinters Licht führt, aber so ein bisschen die Augen öffnen soll, so ein Ja, genau. bisschen das Das ist Spiegeln. eine gute, ja, die, ja. Ja. Einen hinters Licht führt und einem die Augen öffnet oder die Ohren öffnet. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, das ist eine gute Beschreibung eines Tricks. Sorry. Und dieser veränderte Klang der Rabe in dem Stück des Rabenklangs hat mich in das Thema der indigenen Völker geleitet und mir geholfen, ein tieferes Gefühl für das Stück zu bekommen. Ich habe mir dann vorgestellt, ist es möglich, ein akustisches Totem zu schaffen? Also wir haben hier die Totempfähle der indigenen Völker überall. Ist es möglich, sowas auf akustische Art zu machen? Und das weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber das hat mir geholfen, dieser Gedanke hat mir geholfen, wie ich mit diesen Klängen umgehe und wie ich komponiere. Und ich würde niemals denken, dass ich ein akustisches Totem kreiert habe. Das ist auch nicht meine Rolle als Siedler in diesem Land. Aber als Siedler bin ich dieser Kultur durch dieses Stück näher gekommen und habe angefangen, Raben zu lieben. Weil sie, ja, sie stören uns. Und diese Störung ist oft sehr wichtig, nicht? Dass man gestört wird und dass man daher besser zuhört, besser sieht, besser, ein bisschen gegenwärtiger ist im Leben.
Und das ist die Rolle des Rabens in meinem Stück. Was noch? Ja, ich meine, für mich selber als Komponistin, das war eine Möglichkeit, dem Urwald näher zu kommen, den Urwald zu erfahren. Nur tageweise, nicht jahrelang, nicht? Natürlich, wir sind hier viel näher dran und so, aber ich bin da nicht drin aufgewachsen. Also ich bin immer noch ein Besucher. Und so muss man das eigentlich sehen, dass dieses Stück eine Art Erforschung ist dieser Umgebung, die so wunderbar ist und die Stille so wunderbar ist. Danke dir. Dann würde ich auch schon weitermachen und zwar mit Into the Labyrinth. Genau. Talking Rain? Äh, Oder? talk, warte nochmal. Talking Rain? Ach nee, ach stimmt. Konkret. Danke dir. Ich war gerade schon ein bisschen weiter unten. Wir machen natürlich erstmal mit Talking Rain weiter. Genau, vielleicht. Kannst du uns auch da einmal ein paar Sätze zu sagen, was dich überhaupt erwogen hat, das Konzept der Regengeräusche zu erforschen auf eine Art und Weise? Talking Rain war auch ein Auftrag von CBC Radio. Und es war kompliziert, denn Regen auf dem Radio ist schwer zu hören. Wie unterscheidet man Regen oder ein Holzfeuer, knackendes Holzfeuer auf dem Radio? Und ich fand das eine ziemlich große Herausforderung, aber sie wollten also unbedingt dieses Stück über Regen auf dem Radio, und zwar an der Westküste. Das war ein Programm hier an der Westküste, also nicht national, ganz Kanada. Und ich habe dann also erstmal mir alle Regenaufnahmen angehört, die wir im World Soundscape Project hatten, habe selber Aufnahmen gemacht und habe also so viel Regenklänge aufgenommen, wie ich konnte. Und als ich mit dem Komponieren anfing, dachte ich, wie mache ich dem Radiohörer klar, dass sie den Regen hören und dass wir jetzt nicht an einem Campfeuer sitzen. Und ich hatte eine Aufnahme, die hatte einen Rhythmus. Die hatte dum, bum, 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 bum. Das war ein Regentropfen, der also schnell auf irgendeine Tonne flog und hatte eine schöne Resonanz. Und dachte ich, okay, fangen wir mal mit richtiger Musik an. Mit einem Trommelklang. Und dann, ich meine, ich kann das ja verraten, das werden alle hören, aber das kann man dann vielleicht ein bisschen bewusster hören. Dann hatte ich eine Aufnahme von einem Auto, das auf einer sehr verregneten Straße vorbeifuhr. Und dachte ich, okay, das muss das nächste sein, dann wissen wir ganz bestimmt, dass wir im Regen sind. Und das war mir irgendwie wichtig, dass ich wollte nicht, dass die Zuhörer raten mussten. Dies ist über Regen und natürlich der Titel ist auch über Regen. Aber das war mir damals noch nicht so klar. Den Titel hatte ich damals noch nicht. Und so fing das an. Und dann habe ich also von da einfach weitergemacht. Die vielen Aufnahmen, die ich hatte, ich hatte wunderbare Regentropfen in einem kleinen Tümpel, der in meinem Garten ist, in der Stadt, im Wald und so weiter. Und so hat sich dieses Stück entwickelt. Und das ist alles auch Westküste hier, nicht? Also Beneath the Forest Where Talking Rain sind sehr diese Welt, in der ich hier jetzt lebe. Und ja, es spricht eigentlich ganz klar über Regen, und sehr viel mehr kann man darüber nicht sagen. Nur, dass ich noch sagen möchte, dass mir dieses Stück auch das Bewusstsein erweitert hat, insofern, als ich Regen in Deutschland, Norddeutschland, erinnerte und dachte, Mensch, wenn ich in die Schule fuhr mit dem Rad, muss ich immer sehen, dass ich irgendwie ein Regencape hatte. Denn diese Schauer, die so da kommen, das ist ganz typisch für die Gegend. Sowas kennen wir hier nicht. Wir haben hier nicht so schnelle Schauer, die kommen und weggehen. Wenn es hier regnet, dann regnet es.
Oh, Futter einfach mal. Das ist ja der Regenwald. Und dann natürlich muss ich daran denken, wie klingt der Regen in den verschiedenen Teilen der Welt, nicht? Wir haben alle andere Erfahrungen damit. Absolut, auf jeden Fall. Allein der Regen in Deutschland. Also, genau. Jetzt kommen wir wirklich into the Labyrinth, also zu Into the Labyrinth. genau, und zwar schickst du ja praktisch die Hörer auf eine klangliche Reise, die du ja selber auf eine Art und Weise auch gemacht hast, in die indische Kultur nämlich. Und irgendwie ist es ja so eine, wie du es auch sehr schön beschrieben hast, so eine Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Wo die, na, so wie viele Besucher halt das Land erleben. Und es ist halt gar nicht alles so vorabsehbar, wie was passiert. Und es passiert viel, was auch gleichzeitig nicht passiert. Und obwohl der Reisende in der Regel sein eigenes Ziel eigentlich kennt, verirrt er sich aber auf eine Art und Weise in den ganzen Klängen und den ganzen, in der vielfältigen Umwelt. Vielleicht kannst du auch da ein paar Takte zu sagen, wie sich eigentlich deine eigene Reise in der Hinsicht gestaltete. Ja, also das Stück ist auch wieder sehr aus der Sicht eines Besuchers in dem Land, das ich eigentlich damals 1992, wann war ich da? Das erste Mal war 1992. Ich war noch nie in Indien gewesen und ich war eingeladen, einen Soundscape-Workshop in Neu-Delhi bei dem Goethe-Institut da, Max Müller-Bawa, zu geben. Und ich war also wirklich in die indische Kultur hineingeschmissen. Von einem Tag zum anderen und habe damit den indischen Menschen zusammengearbeitet in einem Workshop. Ich hatte keine Ahnung, wurde sehr wenig Ahnung von der Kultur und die Menschen, die in meinem Workshop hatten keine Ahnung über Soundscape. Und für mich war das wieder so ein Treffen. Wir haben hier zusammengearbeitet. Einige von uns wussten einige Sachen und einige wussten andere Sachen und das haben wir alles irgendwie zusammen in den Pott geschmissen und miteinander gearbeitet. Und insofern war ich also nie ein Tourist in Indien. Von Anfang an habe ich mit Indern gearbeitet. Und ich war fasziniert und irgendwie völlig aufgemöbelt. Also diese Kultur hat mich aufgeweckt auf eine Weise, wie ich das noch nie erlebt habe. Und ich fühlte mich verunsichert, ich fühlte mich begeistert, ich fühlte mich hin und her geschmissen in diesem Prozess. Und fand es prima. Was ich entdeckt habe, war, dass ich improvisieren konnte in dieser Situation. Und das war mir neu. Was mich beängstigte, hat mir auch so geholfen. Insofern hatte ich, also das war meine erste Erfahrung in Neu-Delhi. Und dann sind mein Partner Peter und ich auf Reisen gegangen danach. Und mit dieser Erfahrung sind wir dann durchs Land gereist und haben ja, touristische Plätze gesehen, touristische Aufnahmen gemacht. Da ist viel Musik auf den Straßen und so. Das hört man in diesem Stück. Und die Qualität dieser Reise war, dass wir hatten zwar ein Ziel, aber wir hatten keine Ahnung genau, wie wir dahin kommen würden und waren ständig, ständig überrascht, wie sich die Dinge änderten. Und da war also sehr viel Lachen und Improvisieren auch dabei. Und haben es auch wirklich gerne erlebt, alles. Manche Menschen reagieren anders auf Indien und finden das sehr schwierig. Wir hatten also wirklich da eine sehr positive Erfahrung und haben uns daran erfreut, diese Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, das Workshop vorher hat da auch geholfen, nicht? Wir haben uns mit Klängen beschäftigt und haben sehr viel kennengelernt. Das, was mich am meisten, das Erste, was man in Neu-Delhi hörte, war das Hupen. Das ständige Hupen von Autos. Und ich hatte keine Ahnung, warum so viel gehupt wurde. Und schließlich findet man heraus, dass in dem Chaos die Autohupe sehr, sehr wichtig ist. Das ist wie eine Orientierung. Man wird
Man wird einfach informiert, dass da jemand sehr nah hinter dir ist. Pass auf, bitte, nicht? Es ist keine Aggression, sondern es ist mehr eine Information. Und das war mir wirklich neu. Und dann die andere große Neuigkeit war, ich weiß noch, im Workshop fragte ich die Leute, wann werden die Tempelglocken, wann hört man die Tempelglocken? Und diese Frage kam sehr von meiner deutschen Erfahrung, dass man weiß, wann die Kirchenglocken läuten. Ne? Das ist also samstags um 6 oder sonntags um 10 oder was immer. Und das hat eine bestimmte Bedeutung und das ist für eine Hochzeit oder was immer. Und ich kriegte überhaupt keine Antwort. Da war keine Antwort. Und ich verstand überhaupt nicht, warum das nicht beantwortet wurde. Und dann gingen wir zu Tempeln und dann dachte ich, ach so. Die Tempelglocken werden von den Menschen geläutet, die in den Tempel reingehen, um die Götter aufzuwecken. Also werden sie immer geläutet, immer wenn Menschen die Götter aufwecken wollen und beten wollen. Das ist auch ein ganz anderes Konzept als die Kirchenglocken in Deutschland, die läuten, um die Menschen in die Kirche hineinzubringen. Und in Indien die Aktion war, dass man selber die Glocke läutet, dass man also bereit ist zum Beten. Man ist bereit für diese Aktion. Das dauerte eine Weile, bis ich das. Das war also meine Frage war völlig falsch. Und ich verstand das Unverständnis meiner Workshop-Mitglieder. Warum sie das überhaupt nicht beantworten konnten. Also, so, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber so war das also auf der Reise, dass ich schon einige Sachen ein bisschen besser kannte und nicht mehr so ganz touristisch war und ahnungslos. Und habe Aufnahmen gemacht, wo ich konnte und wo ich wollte. Das war auch manchmal wollte ich einfach keine Aufnahmen machen, weil man dann doch irgendwie separat ist von dem Erlebnis. Und also habe nur immer sporadisch aufgenommen. Und dann Jahre später, ich glaube, dieses Stück wurde, wann war das? 2000, ich weiß nicht mehr genau. Also 8 Jahre später vielleicht habe ich es komponiert. 6, 8 Jahre. Es hat eine ganz lange Zeit gedauert, bis ich überhaupt wusste, was ich mit diesen Aufnahmen machen wollte. Und diese Idee, das Labyrinth, kam dann da aus diesem Erlebnis, dass man sehr schnell den Weg verlieren kann in dieser chaotischen Umgebung. Und wie man damit fertig wird und wie man da durchkommt und wie man auch tatsächlich am Ziel ankommt. Und das Lernen, dass die Reise selber das Wichtige ist und nicht so sehr das Ziel. Und dass man während dieser Reise so viel dabei ist und erlebt, wie man kann. Und das war ein wirklich großes Lernen für mich als Deutsche, Deutsch-Kanadische in Indien. Das war ein Umkrempeln meiner kulturellen Erlebnisse. Das glaube ich dir. Auf jeden Fall sehr interessant, auch mit den Kirchenglocken, mit den Entschuldigung, mit den Tempelglocken. Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht tatsächlich. Ja. Das mit dem Huben kenne ich tatsächlich auch aus Das sind Vietnam. also die Tempel, die Hindu-Tempel, nicht? Das sind Ah natürlich noch ja. andere Glocken, ja. Genau, dann kommen wir auch schon. Ich glaube, das ist Für wirklich dich. richtig, ne? Nee, ja, das ist doch. Warte. Für dich, for you. Genau, für dich, for you ist richtig, genau, ja. Genau, das ist ja auch ein sehr persönliches Stück auf eine Art und Weise nochmal. Was hat dich dazu bewogen, das Stück zu machen? Ja, eigentlich das Rilke-Gedicht. Das entdeckte ich und ich kannte es eigentlich schon, aber irgendwie plötzlich habe ich es wirklich gehört und überlegte mir, dass ich damit komponieren wollte. Und ich hatte einen Auftrag von ZKM,
in Karlsruhe. Und das war im Zusammenhang mit einem größeren Auftrag für 9 kanadische Komponisten, die dann am Ende im ZKM vorgestellt wurden. Und das war die Kuratorin dafür, war auch meine Kollegin Sabine Breitsamiter. Und ich war eine der Komponistinnen in diesem Zusammenhang und habe also eine Hälfte des Stückes im ZKM selber komponiert, also den ersten Teil. Und dann musste ich zurück nach Kanada und habe es dann da beendet. Also das war also ein Auftrag und ich überlegte mir, dass ich gerne mit diesem Rilke-Gedicht arbeiten würde, gerade weil es ein Auftrag von Deutschland war. Und in diesem Zusammenhang überlegte ich mir, was sind die Klänge, die mir sehr nahe stehen in Deutschland und auch in Kanada. Und habe die gesammelt. Und ich habe jahrelang Aufnahmen in Osnabrück gemacht, meine Eltern wohnten außerhalb von Osnabrück und natürlich auch viele in Vancouver und Westküste. Und da landen auch ein paar Aufnahmen von, die ich damals für Beneath the Forest Floor gemacht habe, die sind auch in dem Land, Stück gelandet, letzten Endes. Das war ungeplant, aber plötzlich kamen sie da an. Und dieses Gefühl, die Beschäftigung mit, was bedeutet Liebe in unserem Leben? Und das kann man natürlich, das Gedicht kann man sehr persönlich aufnehmen und aber dann das Thema vertiefen. Und ich entschied mich dann, mich einfach mit den Klängen im Studio zu umringen, die ich liebe, die ich gerne habe. Und dann kam mir die Idee, dass ich Menschen, die mir sehr viel bedeuten in meinem Leben, dass ich sie aufnehme, das Gedicht zu lesen. Und da waren Familienmitglieder und Kollegen und Freunde, Liebhaber und so weiter. Konnte nicht alle mit reinkriegen. Und vor allen Dingen nicht sehr viele Deutsche, weil ich nicht genug in Deutschland war, um einige Menschen dort aufzunehmen, die ich gerne aufgenommen hätte. Aber da sind genug. Also die Menschen, die ich aufgenommen habe, das waren sehr interessante Stunden, wo wir uns mit dem Gedicht beschäftigt haben und wie man das liest, welche Ausdrucksweise und so weiter. Das wurde manchmal sehr spielerisch, manchmal sehr ernsthaft und so. Und das waren also Stunden von Aufnahmen dieses Gedichts in Deutsch und auf Englisch. Mein ehemaliger Mann ist ein sehr guter Übersetzer, Norbert Rübsat, hat dieses Gedicht für mich übersetzt, weil ich keine Übersetzung finden konnte, die ich gut fand. Und er hat also wirklich für mich eine richtige Übersetzung gemacht. Und er selber ist auch da drauf und ja, die Namen sind, glaube ich, in dem Programm erwähnt. Und so war ich im Studio mit all diesen Klängen, die ich sehr gerne hatte, was natürlich eine schöne Atmosphäre ist. Und das sollte ein achtkanaliges Stück sein. Das war also von Anfang an achtkanalig komponiert, so wie auch übrigens Into the Labyrinth. Und das war auch, das ist noch wieder eine ganz andere Art zu komponieren, weil man da nicht nur mit Zeit zu tun hat, sondern auch mit dem Raum selber und wie diese Klänge im Raum stehen. Und das war mit diesen Sprechstimmen besonders interessant. Wo werden die Stimmen platziert? Wie kommunizieren sie miteinander? Wie präsentiere ich das Gedicht? Und das war auch so eine Reise in ein Labyrinth irgendwie. Ich fing einfach an. Am Anfang hört man den Wind im Laubwald in Deutschland. Und manche Menschen denken, es regnet übrigens. Aber es ist der Wind in den Blättern vom Buchenwald. Und ja, es war eine Reise durch diese Klänge wirklich, würde ich sagen. Und am Anfang ist da vielleicht mehr Deutschland in der ersten
da ist mehr Deutschland drin, und dann später mehr Kanadisch. Die Stimmen sind Englisch und Deutsch, aber in Bezug auf die Klänge würde ich sagen, dass da ist so mehr ein deutscher Anfang und dann so langsam in das Kanadische. Von wie ich diese Reise in mir selber aufgenommen habe im Studio. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich darüber sagen möchte. Absolut. Sehr schön auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt auch zu dem letzten Part von unserem Interview, und zwar The Soundscape Speaks, der Remix. Genau, vielleicht können wir auch da einfach mal vielleicht den Aufnahmeprozess ein bisschen genauer durchleuchten und auch vielleicht aber einfach auch so ein paar Gedanken und die Inspiration dahinter erfahren. Ja, okay. Dieses Stück ist eine kurze Version, ein Remix eines längeren Stück. The Soundscape Speaks, Soundwalking Revisited ist das Originalstück. Dieses Originalstück habe ich 2021 während der Pandemie für das Beast Feast in Birmingham komponiert. Und ja, ich wollte einfach mal ganz wirklich buchstäblich mich damit beschäftigen, dass das mit der Tatsache beschäftigen, dass unsere Umwelt spricht, dass unsere Umwelt mit uns spricht und dass wir das verstehen wollen. Und dafür bin ich ganz in die Vergangenheit zurück, zu meinem ersten Radioprogramm Soundwalking auf Vancouver Cooperative Radio zurückgegangen und habe also so ein bisschen wie ein Archivist einfach Aufnahmen gesammelt, die von diesem Programm kamen und zusammengestellt. Aber auch Aufnahmen von da an bis in die Gegenwart. Die letzte Aufnahme in dem Stück ist ein paar Tage vor der Premiere in Birmingham gemacht worden. Und da hört man also eine herrliche Veränderung in meiner Stimme von sehr jung bis sehr alt. Und man hört eine Art Beziehung zwischen mir, derjenigen, die Aufnahmen gemacht hat, und der Umwelt. Und das Programm Soundwalking war ein Programm, wo ich wöchentlich die Vancouver Klangumwelt vorgestellt habe. Und die Technik, die ich damals entwickelt habe, war, dass ich, während ich die Aufnahmen mache, auch selber mich selber aufnehme und so Dinge sage wie: heute ist der 16. Dezember, ich bin in Roberts Creek in British Columbia, das Wetter ist grau und so weiter. Also die Sachen, dass meine Stimme eine Art Medium zwischen Radiohörer und der Umwelt ist. Und dass ich diese Dinge auf Tonband sage, die der Zuhörer nicht unbedingt wissen kann. Und dass man also den Zuhörer reinbringt in diese Welt und dann einlädt, zusammen zuzuhören. So, das war so die Idee hinter Soundwalking. Und dieses Stücks The Soundscape Speaks, Soundwalking Revisited, war eigentlich eine spielerische Art, all diese Aufnahmen, die ich über die Jahre gemacht habe, zusammenzubringen in einer Art kompositorischen Radiosendung, kind of Mischung. Und The Soundscape Speaks a Remix habe ich für die Deutsche Elektroakustische Gesellschaft, wie heißt das denn, DGEM, für die deutsche DGEM, Deutsche Elektrische Gesellschaft, weiß nicht mehr. Also habe ich für eine CD der DGEM komponiert, beziehungsweise remixed, eine kurze Version des Stückes. Und da habe ich in diesem Prozess der Kürzung, oder des Remixes, habe ich die
mehr offensichtlich kompositorischen Aspekte des Stückes zusammengebracht. Weniger dieses Radioprogramm Soundwalking. Und habe damit so ein bisschen gespielt. Und das ist alles, was es ist, wirklich. Und ich möchte einfach, dass die Zuhörer vielleicht eine Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, wie die Umwelt uns anspricht und was sie uns erzählt. Dann würde ich sagen, Dankeschön. Danke dir. Also es war Bitte echt ein schön. sehr tolles Gespräch. Ja, sehr gerne und viel Glück damit. Und nochmal vielen Dank, dass ich diese Gelegenheit habe, meine Arbeit vorzustellen.